Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Megacraft. Wir haben einen Skycow. Juhu. Und ja, wir haben jetzt, wie spät? So mal eben gucken. 41. Heißt, wir waren vor 2 Minuten das letzte Mal online. Soll ich jetzt mal gucken, wie viel wir jetzt haben an Juju Matter? Ja. Oh, mein Roboter ist gleich bei 40%. Wir haben ja jetzt schon über 123 Stück. Ui. Oh, mal gucken, was noch Roboter braucht. Man hat gerade gesehen, ich habe alles rausgeholt. Und wir haben jetzt in 2 Minuten 132 Stück. Oh, ja, auf jeden Fall, dann würde ich sagen, also ey, ich habe gerade eine Twitter-Nachricht erhalten von Gomme. Also nicht direkt von Gomme zu mir, sondern direkt. Und zwar wurden die Pixel-Grow-Dinger schon ein paar rausgewählt. Und du? Ich werde gleich im Handy nachgucken. Wenn ich das wirklich schaffe, dann heißt die Folge jetzt Pixel Crew. Warte, ich gehe gerade auf Twitter. Okay? Also, es ist noch nicht die endgültige Wahl, gell? Es werden nur ein paar schon rausgesucht. Ja, ich kann eben gucken, okay? Also bei Gomme kann ich kurz gucken. Ja, ich guck, okay? Achso. Damit ich überraschen, okay? Ich hab einen YouTube-Account. Was? Also ich guck mal kurz. So, Twitter. Also wie man sieht, ich bin gerade hier. Startseite. So, Gomme. Nico? Hm? Also der hat hier, du musst selbst nachgucken. Ja, ich guck gerade auf meinem Zweitkanal. Wo ich mir mal erstellt habe für irgendwas zum Videos gucken. Ach man. Und ich habe auch das gesagt, ich habe eine Nachricht bekommen. Und? Ich habe nicht mal ein Video gemacht und bin drin. Dein Arsch? Ja, ich bin drin. Oh man, muss ich nachher nach der Folge gucken, dann werde ich es nämlich jetzt einblenden, ob es geschafft hat oder nicht. Vielleicht werde ich ja nachher noch es aufnehmen oder so. Spannung. Kannst du eben gucken? Nein, dann müsste ich jetzt auch ins Internet gehen. Okay. Weil hier im Handy bin ich gerade mit dem anderen angemeldet und das so scheiße ist zu wechseln. Dann müsste ich jetzt gerade nochmal versuchen. Ach so, ja, ich kann bei mir bei Fraps, nimmt er ja trotzdem Minecraft auf. Und nichts anderes. Gut, ja, lass uns dann, kommst jetzt zu mir und wir bauen eben den Blockbreaker und so, okay? Also was brauchen wir? Blockbreaker hast du gesagt? Ja, fangen wir mal mit Blockbreaker an. Ich baue die Tubes. Warte. Ich versuche jetzt noch einmal mein Account zu wechseln am Handy. Weil es gerade so scheiße. Nico? Warte mal, klappt das? Also was, der braucht Redstone Tube, oder? Ja. Und das wird dann einfach mit dem Timer angetrieben, den kann ich ja auch bauen. Ja, den hab ich, warte. Hab ich schon. Hast du einen Timer? Ich bin gerade. Ja. So, was noch? Lava und Water, richtig? Ja, das können wir aus dem Nether holen. Warum? Ich hab doch Lava und Water. Na gut. Ich kann mir doch alles holen. Machen wir auf 15 Blockbreaker. Und wie soll ich das sagen? Achso, wie wird das dann wie wird das denn dann zum ME kommen? Eine Kiste leiten und dann wurde das Steckweise rausgezogen aus der Kiste. Nico, komm mal kurz hoch, ja? Bitte. Sag mir mal, bin ich unterm Grundstück oder wie weit kann ich noch? Du bist noch nicht direkt über mein Grundstück. Weil, weißt du, was scheiße ist? Wir haben hier unten keinen Platz mehr. Er wird einfach nachgucken. So, Oder warte, ich habe hier hinten noch eine Leitung, gut. Ich bin ja eben. Wir bauen es einfach bei mir auf und ich werde. Hä, warum? Ich habe hier hinten einen Weg gefunden, wie ich dran komme. Guck mal, ist hier hinten, wo ich jetzt bin, ein Grundstück? Warte mal, ich gehe mal schnell hoch. Dürfte jetzt nicht mehr sein. Hier ist genau Papasons Grundstück, glaube ich, zu Ende. Könnte das sein? Ja, das ist direkt hier zu Ende. Ich komme mal schnell auch runter. Jo, da muss. So, also kann ich jetzt hier bauen, wo ich will? Jo, eigentlich schon. Ich komm mal her. Weißt du, wie man das ganze Ding aufbaut? Nee, deswegen. Ich mach ja, hast du Spitzhacke und so? Mach mal hier mit ein Stückchen. Warte, das muss erst hier tiefer werden. Du, bau du das mal eben ab. Und ich mach hier schon mal mit Chest. Die Länge müsste da schon passen. Mach einfach dann ganz oben, direkt über der Schlucht, wo ich gerade baue, nicht direkt drüber, sondern... Weißt du, was ich jetzt mach? Moment, wird hier was zwischengespeichert irgendwo? Nee. Gut. Guck, wo ich... ich kann dir mal zeigen, wo die Tubes hin müssen, und zwar direkt hier oben an der Decke. Ja, warte, ich muss da eben hier eine Kiste erst hinmachen.
Und da kannst du eine ganz normale Holzkiste nehmen. Moment, der Import der E-Stack weißt du rausgezogen vom System. Ja, ich mach trotzdem, falls das System voll ist. Ja, also die Kiste ist ziemlich schnell voll dann. So, also glaub, der soll Kabel ziehen, da, richtig? Ja. Jo, der zieht schon mal raus. Gut. Nico, wo sollen Tubes hin? Direkt hier oben dran. Guck mal hier. Decke. Hier? Ja. Gut, und runter kommt die Blockbagger, so dass das Loch nach unten guckt. Echt? Ja. Aber reicht. Das ist doch, finde ich jetzt schon zu viel, aber okay. Ja, der baut ja pro Sekunde so einen Block ab. Pro 1,5 Sekunden. Und wie kommen die dann hier raus? Oder woher kriegt... Naja, egal. Ich frage lieber nicht. Ist das Spawn Protection? Dann bauen wir den Timer von hier hinten hin. Ja, warum? Ich hab doch OP, ich kann eh bauen, wo ich will. Ja, wir bauen den einfach mal schnell hier hin. Dann kommt hier jetzt ein Redstone hin, eins hier. Warum kann ich nicht direkt so anschließen? Geht nicht ganz. Der muss in die... Warte mal, ich habe ihn gerade aufgesammelt. Ja, ich werf ihn... Töte den hier hin. Ja, da geht es? Nö. Nicht ganz. So, ich hab ihn. Also, dann machen wir jetzt einen Redstone hin. Ja, ich bin gerade dabei, Redstone zu holen. Ja, ich hab's schon hin. Sag doch, dass du hast. Dann hätte ich jetzt gar nicht erst suchen müssen. So. Und sorry, dass es gerade so leckt. Ich weiß nicht, woran es gerade liegt. Alle... so, guck mal. Läuft das jetzt? Ah, nee, ja. Das geht an der falschen Seite aus. Geh mal auf Seite. Jo. Dann werde ich den mal schnell richtig einstellen. Aber guck mal, die leuchten trotzdem nicht. Achso. Du möchtest nicht? Doch, doch. Warte, ich kann so, ja ganz einfach testen. Warte. Dann mach erst die Lava. Okay, gell? Okay, wird abgewandt. Wo soll die Lava hin? Drüben, hier drüben dann. Achso, und wir sollten hinten an die Kiste ranbauen. Hier ist die. Jetzt hinten soll die Kiste ran. Warum hier? Weil die da rausschießen. Okay, dann... Also direkt hier so. Ja. Dann muss jetzt drüben, also hier auf der ersten Seite die Lava hin. Jetzt warte doch mal kurz. Ich muss doch mal eben... So. Ich baue schnell mal hier einen Gang hin. Du meinst, dass das dann jetzt so ist? So. Ach man, ich kann es nicht abbauen? Doch. Ist gerade irgendwie bei so, Palex, wo soll jetzt die Lava hin? Hier auf der Seite, wo ich gerade... Ja, wo auf der Seite? Hier, und? Komplett bis... Von vorne bis hinten durch. Lava. Geht der Lava... Warte. Oben hinsetzen. Wie oben hin? Weil das... Hier, direkt hier an den Rand. Hier. Nein, nein, nein. An den Breakern ran. So, hier. Weil dann kann nämlich das Wasser nachher die Ding nicht ausschalten. So, und man sieht auch schon, wie hier einzeln die Lava entfernt wird von den Breakern. Ach so. Okay. Die wird unten entfernt, das sicher. Ja, und jetzt, hier Wasser hin, wo ich... Ja, oben dran an den Breakern. Und dann wird sie jetzt einzeln Kobel entfernt. Und das sehe ich auch schon, guck, jetzt geht's hier in die Kiste rein. Und auf die kann man es gar nicht zugreifen. Warte doch. Ich glaub schon. Ach, ich weiß warum genau. Gut. Ist doch gar nichts drin. Wurde doch alles rausgezogen. Ich weiß. Kann man doch ganz so, einfach das sehen. Sind jetzt ungefähr... Warte, darf ich mal sagen... 10 oh. Stück die Sekunde. Darf ich jetzt mal eben sagen, wie viel Jujometer wir haben? Hm? 212 schon. Aber also, wir haben auch Nacht, deswegen ist er gerade nicht mehr so ergiebig. Ja, und auf jeden Fall, das wird jetzt eine Menge Kobbel produziert. 10 Sekunden müssen es sein ungefähr. So, jetzt gucken wir mal. Der Mars Fabricator macht gerade schon wieder gut. Okay, guck mal ins E-System, ins Haupt, also in dieses Ding. Also man sieht schon gar nicht, dass er... Ja, man sieht, dass er die ganze Zeit weiter durchgeht. Fuck. Hast du gemacht? Ach, ich habe hier Wasser hingesetzt. Aber hier ist nichts kaputt gegangen, gut. Gut. Okay, ich hab... Ah, mein Robby-Botter. Ah, ist fertig. Doch, ich glaube, irgendwas ist gerade... Mein Roboter ist fertig. Doch, dann könnte das sein, dass die E-Kabel natürlich weggehen? Nee, doch nicht. Lol, aber so. Hier kommen kaum noch Kabel an. Also, wie viel soll das jetzt machen pro Sekunde? 10 oder so. Sollen wir noch weitermachen? Nico? Nee, das langt eigentlich schon.
Ja, aber ich denke jetzt mit, ich mache noch ein bisschen größer. Also nicht viel größer, aber ein bisschen. Mal eben hier noch eine Kiste hin. Ich guck grad mal. So, Achtung, jetzt kommt nichts mehr hinten an, okay? Ich baue mir eine Maschine. Fragst du gerade den Falschen, das kannst du mir nur glauben. Ja, hier ist irgendwie voll die komische Anleitung. Ich muss auf eine Rail bauen, Rail. Kommst du noch ein bisschen, kurz noch ein bisschen größer machen mit mir? Weil ich habe Angst, dass das dann zu wenig ist. Also ich mache noch ein paar, also nicht viel größer, aber noch mindestens. Ich gucke einfach mal schnell in der App nach. Und zwar bei Clipperbook. Da ist nämlich genau beschrieben, wie es geht. So, Plug and Items. Es muss erst die Lava hin, richtig? Hallo? Ja, es ist die Lava. Weil manchmal kann es uns passieren, dass dann einfach das Ding versperrt ist. Ging das noch gar nicht, Schienen zu bauen in der Version? Doch. Weil ich kann dir keine bauen. Warte, wie heißen nochmal? Normale Schiene baut man eigentlich einen Stick in der Mitte und links, rechts die Reihe Eisen. Ah, guck mal bei Dictatorial. Die wird ganz anders gebaut, glaube ich, in der Version noch. Ja. Richtig behindert wurde die gebaut. Ja. Und wie anders die gebaut werden. Da heißen sie noch Track. Rail. Echt, ja, ist hier nämlich Track bei mir. Wo spielst du denn? Also welche Language? Englisch. Achso, ich habe US dran. Das könnte dran liegen schon wohl. Also ich glaube, jetzt kommt wohl genug durch. Die... Schritt die behinderte Schienen. Sag mal. Kann man auch eine andere Art von Schienen machen? Ich glaube nicht. Oh nein. Also ich würde sagen, voll, ich hab's mal nicht übertrieben. Haben wir irgendwo eine Mine in der Nähe? Ach du Scheiße, das System kommt glaube ich, kommt gleich noch hinterher. Komm mal schnell runter, komm mal schnell runter, komm mal schnell runter. Schau gleich mal in die Kiste. Wow, wow. Die Kurbelkiste? Ja, hier hinten. Ich habe noch ein bisschen erweitert. Ich habe die mal kurz laufen lassen. Warte, so mal. Läuft's richtig. Ja. So, jetzt gehen wir auf Seite. Ich entbinden und dann ist die Kiste eigentlich wieder gleich leer. Ja, ist sie auch gleich. So, dann soll ich jetzt mal gucken, wie viel Juju? Ach du Scheiße, 400 Stück schon. Nico? Hä? 400 Juju-Meta haben wir schon. Schienen sponsorst du mir. Okay. Kann Nico? Die Stadt mir Schienen sponsern? Nein, kann sie nicht. Indem ich den Preis gebe, was die normalen Schienen bei Minecraft sind. Warum? So schwer sind die auch nicht zu bauen. Ja, da muss man irgendwie normale Schienen verwenden und die dann einschmelzen, so Standard Rails. Und dann voll geändert. Okay. Wofür brauchst du die denn? Ah, doch, man kann. Da brauche ich eine Rolling-Maschine. Um die Standard Rails herzustellen. Also sagen wir es mal so, es kommt richtig viel. Jetzt habe ich mal kurz eingestellt, dass nur eins pro Sekunde reinkommt. Die Kiste ist nachher voll. Also ich mach das mal kurz so, damit ich gleich beobachten kann, wie schnell das ME-System hier voll wird. Weil ich überlege gerade, guck mal ins ME-System, wie viel da schon drin ist. Also jetzt kommt es so langsam wieder hinterher. Aber wenn ich jetzt wieder gleich stackweise einstelle, guck gleich mal ins ME-System. Oder sollen wir, ich lasse das mal bis zum Ende der Folge so laufen, glaube ich. Oder nee, doch nicht. Sonst haben wir gleich Verlust. So, wie viel kommt da jetzt raus?
Ach du Scheiße, kommt da viel rein. Was weiß ich gerade, überleg ich. Lass mal kurz, jetzt haben wir genug. So. Ich überleg gerade, ich werde ihn nochmal von der zweiten Seite, glaube ich, ansteuern. Oder von, man kann ja von allen drei Seiten den exportieren lassen. Theoretisch, oder? Ja. Genau, das mache ich jetzt. Ach shit. Guck mal, wie viel da jetzt rauskommt. Warte mal. Also guck jetzt mal, wie viel jetzt drin ist. Aha. Zinn, ich wollte nämlich auch mal eben gucken. Also ich stelle das jetzt gleich an verschiedensten ein. So, ich tue mal eben ein bisschen Kabel rein, okay? Ja. So, ich mache mal eben hier eine Leitung weg. Also nicht erschrecken, jetzt kommt erstmal kurz gar nichts durch. So. Guck jetzt mal schnell ins ME-System, warte. Von wo? Ich muss eben eine Leitung kappen. Damit ich mitlesen kann. Okay? Mhm. So, der geht hier hin. So. Ich habe jetzt mal eben die Leitung gekappt. Also du kannst noch sehen, nur bei mir zu Hause wäre es jetzt nicht mehr so. Okay, die Kiste ist bald voll. So viel steht schon mal fest. So, Nico, kommt da schon wieder was rein? Wo? Ins ME. Guck mal, ME ist jetzt ja leer. Okay, ja. Bist du drin? Ja. Jetzt ist wieder was drin. Guck mal, wie schnell das reinkommt. Jo. Oh. Geht schon? Ich habe da jetzt drei Import-Bus dran. Ui. So, dann brauche ich einen... So, okay. Wie lange machen wir jetzt schon? 17. Vor allem, ich habe zwei Folgen irgendwie nur gescheatet, theoretisch. Und soll ich mal sagen, wie viel Yu-Yu-Meta wir jetzt theoretisch... Wir haben jetzt schon gleich 500 Stück wieder. Moment, ich will mal eben was testen. Ich mach mal kurz das so, dass keine Nacht mehr ist, okay? Ja. Für die nächste Folge. Time. Ach so, kann ich ja so gar nicht. Dafür muss ich im Creative sein. Alter, sehen die Comment Blocks hier behindert aus. Okay, jetzt mal auf jeden Fall beim nächsten Mal. Oder warte mal, wie kann man noch MJ herstellen? Hey lol, der speichert das gar nicht. Wie kann man, warte, guck, Command-Blocks sind gar nicht herstellen. Enabled auf diesem Server. Das muss ich gleich mal eben einstellen, okay? Mit was konnte man nochmal alles MJ herstellen? Keine Ahnung. Ja, ja. Okay, das klappt doch nicht. Dann gucke ich mal eben in der Konsole. Das Video ist schon mal hochgeladen. Panel. Gibt's ein Furniture MJ herstellen? Muss immer überlegen. So. Da gibt es auf jeden Fall auch eine Menge Zeug, mit dem man MJ herstellen kann. So, weißt du, was ich jetzt mal mache? Ich tue jetzt mal... Moment, was hältst du davon, dass jetzt jede Minute Tag kommt? Nicht so ganz, dann wird ja gar nicht Nacht. Das will ich ja mal kurz nur testen, okay? Ja. Geht das überhaupt? Ah! Ich nehme in... LOL, Tag machen geht gar nicht. Der kann MJ herstellen. Ich habe doch nichts gesagt, klappt doch nicht so ganz. Electrical Engine. Time Gear. Tin. Ah, jetzt werde ich wieder in Skype angeschrieben. Tin. Hast du noch den TS? Ja, aber ich weiß nicht, ob das schon abgelaufen ist. Ungefähr 20 Minuten. Okay, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Ciao.